Die Burg Rabi ist die umfangreichste tschechische Burgruine, die sich noch dazu mit einem der höchst entwickelten Verteidigungssysteme ihrer Zeit in Europa rühmen konnte. Die nächste uneinnehmbare Burgruine. Auf dem ersten Burghof befindet sich ein in den Felsen gehauener Brunnen. Er gehört zu den tiefsten Brunnen auf böhmischen Burgen. In der Burg befinden sich auch umfangreiche Kellerräume auf mehreren Ebenen. Der unterste Teil des Kellergewölbes wurde von Hand in den Kalksteingrund gehauen und erreicht eine Tiefe von 9 Metern. Das kann ich mir nicht einmal vorstellen, wie die Leute mit den Händen solche tiefe Graben gegraben haben, ohne einen Bagger. Wenn wir es schaffen, müssen wir uns auch die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit oder zumindest die erschlossenen Kellerräume ansehen. Fatih, hast du bemerkt, dass man hier nur Superlative hat? In die Burg kommt man durch ein System von 3 Burgtoren. Das dritte Tor ist der Haupteingang zum großen Burghof, der den jüngsten Burgteil von Anfang des 16. Jahrhunderts bildet. Der Burghof ist so entstanden, dass das ganze Areal mit massiven Burgmauern und einem Kanonenbasteisystem verschanzt wurde. Inmitten des Burghofs steht ein ehemaliger Pferdestall, der heutzutage als Ausstellungsraum, Konzertsaal und Trauzimmer dient.